Herr Kollege, Sie kommen zum Schluss, bitte. Ja, ich würde gerne, aber die sind immer so laut, diese Partei hier vorne. Ja, aber Sie sind lauter, Sie haben das Mikro. Aber ja, jetzt gut, dann werden wir ein bisschen lauter sein. Hinaus. Das Beschluss Frau steht, Künast. Bitte zielgenau mittlere und kleinere Einkommen entlasten. Komma und? Nee, das kann nicht sein. Ich kann Ihnen genau, wir haben es hier ja aufgeschrieben, ich kann Ihnen genau zeigen, bei wem wann hier ermahnt worden ist. Und ich bin bei Frau Künast immer besonders genau, weil wir uns schon länger kennen. Jetzt noch ein Satz. Nein, jetzt ziehe ich Ihnen das Wort. Sie sind 23 Sekunden drüber. Sie dürfen Platz nehmen. Die Aussprache ist damit beendet. Ja, bevor Frau Präsidentin mich jetzt hier gleich wegbasht als letzten Redner, ich muss einen Satz noch loswerden, der sei mir gestattet, weil bislang habe ich nämlich den Eindruck, dass wir dort noch ganz, ganz viel Luft nach oben haben und auch viele Verbände sehen das so und das sollten wir dann eben auch noch mit in unsere Haushaltsplanung berücksichtigen. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind dazu bereit, einen konstruktiven Dialog dazu suchen und ich denke mir, dass wir auch... Also jetzt muss es aber auch langsam zum Ende kommen. Frau Präsidentin, ich bin zu Ende. Nur mal für das Protokoll, ich bashe grundsätzlich hier niemanden weg. Das will ich mal ganz klar festhalten. Herr Kollege? Ich sehe die Uhr blinken. Gut. Und ich plädiere dafür, dass wir auch aus den im kommenden Haushalt vorhandenen Ergänzungsmitteln von 5 Milliarden einen großen Teil für die Entwicklungszusammenarbeit reservieren. Das heißt, wir können Schuldenbremse einhalten auf der einen Seite und haben genügend Mittel auf der anderen Seite, um den Hunger zu bekämpfen. Herzlichen Dank. Wenn die Uhr blinkt, ist es immer so, dass die Redezeit schon vorbei war. Nur so. Ich komme zum Schluss. Ja, letzter Satz, dann entziehe ich Ihnen das Wort. Wie effektiv Masken die Ansteckung verhindern, zeigen die geringen Inzidenzen bei Influenza- und RS-Viren in den letzten beiden Jahren. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Ich kann bei der AfD-Fraktion nicht auf die Redezeit achten und Sie überziehen 30 Sekunden. Herr Präsident, kommen zum Sie. Sie kommen jetzt bitte zum Schluss. Das machen wir nicht. Wir werden nicht die übergroße Mehrheit von über 90%. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Noch einmal, ich kann nicht. Es hört keiner mehr. Glauben Sie mir das einfach. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir überall die Redezeiten einhalten, also bei der AfD und anderen, dann bitte auch selbst. Ich finde es nicht mehr fair, dass über 30 Sekunden überzogen wird. Herr Kollege, kommen Sie jetzt zum Schluss, bitte. Ich bin dabei. Ist schon vorbei. Alles gut. Bei uns sind Sie immer sehr genau. Also, wenn ich mit 28 Sekunden drüber sehr genau bin, dann ist es. Etwas, was Sie vielleicht noch lernen sollten. Das, ja. Ich will nur darauf hinweisen, dass ich das zumindest für unparlamentarisch halte, ein Mitglied der Bundesregierung zum Trickbetrüger zu ernennen. Ich denke noch mal drüber nach. Ich behalte mir eine Ordnungsmaßnahme vor. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und Entschuldigung für lieber Kollege Ulrich. Ich lasse das Überziehen der Redezeit heute mal durchgehen. Ihr Puls hat gezeigt, dass Sie als Leistungssportler noch an der Zeit arbeiten müssen. Aber zu Ihrer ersten Rede hier im Deutschen Bundestag gratuliere ich Ihnen recht herzlich. Tja. Sie hatten Glück, Frau Kollegin Karliczek, dass ich gerade so ein bisschen geblendet werde von der Sonne und deshalb die Uhr nicht so genau gesehen habe. Respekt, wenn Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort Sie haben mir das Wort entzogen. Herr Kollege Fahle, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Jetzt habe ich mein Wort wieder. Ich hätte mir gerade selbst auch das Wort entzogen. Herr Henneberg, verstehen Sie das? Herr Falle, dann können unsere Leute in Ruhe durch den Winter kommen. Und damit komme ich zum wichtigsten Problem. Ihre Redezeit ist vorüber, Herr Farle. Genau. Das ist auch eine Anzeige von. Nein, kein letzter Satz mehr. Sie sind 30 Sekunden drüber. Auch nicht.
die Leute wissen, was los ist. Wir brauchen mehr Gas in Deutschland und wir können es kriegen. Bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Spahn. Ich weiß ja, dass die Union schon gendert, aber ich bin immer noch männlich, Herr Spahn. So. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Träger, SPD-Fraktion. Und bei der Unionsfraktion kann sich nicht mehr Gedanken machen, wer die Minute Überziehungszeit abgezogen bekommen soll. Sie leuchten schon wieder auf. Ich habe gesagt, ich muss leider zum Ende kommen. Ich wünsche mir natürlich auch weiterhin, eben, ich finde hier engagierte Jugendliche, jetzt gerade nach Corona wieder in einem regen, vitalen, ehrenamtlichen Vereinsleben. In dem Sinne wünsche ich Ihnen auch ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie wollten doch Vorbild sein. Insofern, Sie wollten doch Vorbild sein für die jungen Menschen. Insofern ist es angemessen, dass Ihre Redezeit auch einigermaßen einhält. 21, aber egal. Und Sie müssen das umsetzen, wovon Ihr Kanzler selber spricht, nämlich Zeitenwende. Das heißt auch, dass Sie was wenden müssen. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Mittelberg. Der Begriff Zeitenwende trifft dann auch auf die Redner zu, nicht? Die sollen vielleicht mal auf die Uhr gucken und die Zeiten einhalten. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie sagen, ich habe recht, dann freue ich mich, dass Frau Kollegin, ich habe auch was gesagt, ich habe auch recht. Ich komme zum Schluss. Herzlichen Dank. Bei der ersten Rednerin immer besonders, ne? Dann muss man sie aber den nächsten abziehen. Ich hoffe nicht, dass die Rede so lang wird, wenn sie aus dem Buch vorgeht. Keine Sorge, Frau Präsidentin. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Das tue ich. Lassen Sie uns nett an unausgegorenen Strategien arbeiten. Also die Ankündigung, zum Schluss zu kommen. Ja. Sie sind fertig. Wunderbar. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie gar nicht immer unterbrechen. Und Sie können dem entgehen, indem Sie bei Null am Ende sind. Nicht so? Sie sehen ja die Zeit vor sich. So, wir versuchen es wieder. Letzter Satz, Herr Kotri. Ist eine sozialistische Verbotskultur. Die Bundesregierung sollten wir Zentralkomitee der Einheitsparteien nennen. Herr, das wäre ehrlicher. Wir haben eine Vereinbarung, was die Aktuelle Stunde anbelangt. Jeder Redner 5 Minuten. Und da geht es nicht, dass man 30 Sekunden überzieht. Ich bitte darauf aufzupassen. Wenn das Zeichen Präsident läutet und plinkt, dann hat das eine Bedeutung. Und ich bitte, sich daran zu halten. Das Herr Straubinger, kann doch nicht Sinn einer sozialliberalen Herr Straubinger, Ihre Redezeit war bereits länger zu Ende gewesen. Plusquamperfekt. Nee, hat Ihnen niemand eine Zwischenfrage gestellt. Nicht jetzt und jetzt sowieso nicht mehr. Sie haben sich selbst Zwischenfragen gestellt, aber das gilt nicht als Verlängerung der Redezeit. Soll ich mir selber eine Frage stellen? Nee, das geht so nicht. So geht es nicht. Wo steht eigentlich immer die Zeit? Ach da, genau. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Herr Kollege Schneider, solange es da vorne nicht blinkt, können Sie besorgt, unbesorgt weiterreden. Wenn es blinkt, ist das der Hinweis darauf, mein stiller Ruf an Sie zu Ende zu kommen. Sie haben gesehen, die Sitzungsleitung hat gewechselt. Da wir jetzt Endezeit 4.29 Uhr morgen früh haben, kommen erstmal freundliche Appelle und der Hinweis darauf, dass ich diesmal etwas genauer als sonst auf die Redezeiten achten werde. Nein, bei Ihnen noch nicht, Frau Beck. Also, ich habe gerade meine weibliche Seite entdeckt. Diese kulturellen bitte zum Schluss Dinge aufarbeitet und dem Parlament zur Verfügung stellt, um ordentliche Entscheidungen zu treffen. Dankeschön. Nach unseren Regeln bin ich durchaus befugt, nach der dritten Aufforderung sofort Ihnen auch das Wort zu entziehen. Ich will das nur an dieser Stelle anmerken. Auch das steht Ihnen nicht zu, die amtierende Präsidentin, welche Sie nicht angesprochen haben, hier im Stuhl zu rügen. Wenn es da was zu rügen gibt, ist der Ort der Ältestenrat.
eine weitere solche Auffälligkeit und dann gibt es einen Ordnungsruf. Die Europäische Staatsanwaltschaft EPO ermittelt bereits. Hinzu kommt. Herr Kollege, ich habe Ihnen soeben das Wort entzogen, weil Sie meiner hinreichenden Bitte, zu Ende zu kommen, nicht Folge geleistet haben. Sie haben 35 Sekunden Ihre Redezeit bereits überzogen. Sie dürfen sich jetzt setzen. Es blinkt da vorne immer. Wenn der Präsident blinkt, dann ist es mein Hilferuf an Sie, aufzuhören. Und ich habe auch zweimal das Mikrofon gemacht. Kein Problem. Alles gut. Nehmen Sie bitte freundlicherweise Platz. Ich hole eine Belobigung, die ich vorhin versäumt habe, gleich nach. Nämlich der Kollege Hackverdi hat es fertiggebracht, auch alle Danksagungen in seiner Redezeit einzupreisen. Ich bitte nachfolgende Rednerinnen und Redner, das genauso vorbildlich zu machen und auf die Signale zu reagieren. Dann muss ich nachfolgenden Rednern auch keine Redezeit abziehen. Tierhaltung, Umweltschutz und Landwirtschaft funktioniert. Okay. Ja. 16 Sekunden, ich lasse es bei mir nicht. Wer hat geschrieben, lächerlich? Sie bekommen einen Ordnungsruf. Ja, das scheint bei Ihnen zur Gewohnheit zu werden. Benehmen im Parlament ist auch was Schönes. Jetzt ist leider meine Redezeit zu Ende. Ich hätte gerne noch die Kollegen. Das ahnte ich, aber ich bin auch gehalten, dafür zu sorgen, dass wir noch ein Stückchen wenigstens in der verabredeten Debattenzeit bleiben und nicht die Redezeit, die Ihnen die Fraktion gewährt hat, verdreifachen. Oh, Kollege Sorge. Sondern Sie müssen auf das, was bereits da ist, zurückgreifen, streichen Sie die Mittel, ordnen Sie ein. Und ich wünsche allen eine vorweihnachtliche Umkehr gewesen. Und guten Start ins neue Herr Kollege, Jahr. Mit neuer Versuch, Ihre Redezeit ist bereits seit längerer Zeit abgelaufen. Danke, ich muss Ihnen sonst das Mikrofon komplett abstellen und bitte Sie jetzt das Pult zu verlassen. Ich bitte Sie, das Dankeschön. Pult zu verlassen, Herr Kollege. Zum Schluss sage ich noch eins. Machen Sie Schluss mit Ihrem sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen unsere eigene Wirtschaft. Denn Sie schädigen weniger Russland. Die können auch nach China und sonst wo liefern, nach Indien, von wo dann Deutschland auch wieder Öl einkaufen kann, über Tanker, über andere Meere laufen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist vorbei. Ja, die ist jetzt langsam vorbei. Ich bedanke mich. Nicht langsam, sondern schon einige Sekunden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wo sind Herr hier Abgeordnete, Ihre Werte? Sie machen sich damit selbst und uns alle zum hilfreichen Spielzeug des transatlantischen Projekts. Eine halbe Minute habe ich. Steigen Sie von Ihren Elfenbeinturm herab und machen Sie Politik für Deutschland, für unser das Land zuerst. Minus die Zeit Ihnen läuft schon gegen Sie. Vielen Zeit Dank. An. Für alle nochmal. Es gibt das optische Signal, und wenn ein Minus vor den Zahlen auftaucht, heißt das, dass Sie überzogen haben. Aber als erstes hätten Sie mich ja mal ermahnen können, oder? Sie haben mir sofort in die Rede reingeredet. Herr, das ist einfach unanständig. Herr Kupala, Entschuldigung. Es steht Ihnen nicht zu, die amtierende Präsidentin hier in dieser Weise zu kritisieren, wenn es dort etwas zu regeln gibt. Bringt das Ihre parlamentarische Geschäftsführung ganz sicher morgen im Ältestenrat vor. Und jetzt für alle, weil wir sind in einer Haushaltswoche, da gelten andere Regeln, wenn es um die Anrechnung der Redezeit geht. Da ist es nämlich so, dass ich Sie zwar darauf aufmerksam machen kann, dass Sie weiterreden können, das habe ich gerade getan, auch im Interesse Ihrer anderen Fraktionskollegen, weil ich die Redezeit, die Sie überziehen, jetzt den nächsten Rednern abziehe. Und das kann ja im Eifer des Gefechts mal passieren. So wie ich eben auch die Redezeit, die verbliebene Restredezeit der SPD-Fraktion korrigiert habe, nachdem der Kollege Mützenich zwei Minuten überzogen hat. Also ich diskutiere das ja überhaupt nicht mit Ihrer Fraktion und der nächste. So, Herr Brandner, ich diskutiere das nicht mit Ihnen, sondern wir verfahren so. Ich werde diese Dienstleistung in der weiteren Sitzungsführung für Ihre Fraktion nicht mehr vollziehen, sondern wenn der Redner die Gesamtredezeit der Fraktion ausnutzt, dann gibt es eben keinen weiteren Redner der AfD mehr. So einfach ist das.
Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.